Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play RimWorld. Wir haben beim letzten Mal erstmal aufgeräumt, wir haben alle unsere Leute medizinisch versorgt und wir haben, wie ihr seht, jede Menge Strom gespart, den ich mal wieder raushauen möchte. Wobei, möchte ich das? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, lassen wir das. Aber wir sind auch dabei, unser Raumschiff zu vervollständigen. Allerdings fehlen uns dazu einige hochentwickelte Bauteile. Und ich würde sagen, wir hatten beim letzten Mal schon einen Händler kommen lassen. Diesmal lassen wir einen weiteren Händler kommen. Diesmal von der Roten Hügelknappschaft. Mit dem wir inzwischen auch ein bisschen besser stehen. Da lassen wir mal einen Großhändler kommen. In der Hoffnung, dass die überhaupt was Gescheites für uns haben. Wir standen mit euch auch schon mal allen besser, ne? Aber gut, egal. Wir könnten noch mal theoretisch die ganze Jade verkaufen. Die brauchen wir ja eigentlich eh nicht mehr. Bei nächster Gelegenheit, wenn wir einen Händler finden, der uns das abnimmt, sollten wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen, denke ich. Und die nächste Batterie, die kaputt ist. Wir hatten ja auch erst gerade eine, die kaputt war. Und da wir ja nicht gerade im Bauteilen schwimmen, finde ich das voll gut, dass jetzt eine Batterie kaputt geht. Finde ich richtig geil. Ach, hier haben wir direkt Bauteile und Stahl für verwurstet. Weißt du was, Ratte? Du kannst doch mal eben... Ah, du trägst Stahl zur Windturbine. Okay, Bauteile. Aber weißt du was? Reiß doch erstmal hier die Tiefenbohrer ab. Denn da wir beim letzten Mal gesehen haben... Ach, guck an, Hooper macht es auch endlich mal. Da wir beim letzten Mal genug Uran bekommen haben, sollten wir die Ressourcen möglichst wiederverwerten, die wir in die ganzen Tiefenbohrer investiert haben. Dich reißen wir auch ab. Was beinhaltest du? Plaststahl brauchen wir nicht. Haben wir noch 1000, brauchen wir keinen mehr. Stahl könnten wir grundsätzlich gebrauchen. Oh, ein Grizzly ist trächtig, sehr schön. Silber lasse ich auch mal. Kraftstoff kann weg. Was haben wir hier? Ja, der kann auch weg. Der, ja, wobei, den Kraftstoff lassen wir mal und wir machen den da hinten dafür weg, den hier. Ach nee, Moment, das war Stahl, das war Kraftstoff, alles klar. Damit wir einfach ein bisschen die Ressourcen recyceln und auch mal wieder an ein paar Bauteile kommen, denn das dauert leider ewig, so rein vom Gefühl her, um an besagte Bauteile ranzukommen. Und das kann ich nicht gutheißen. Oh, ein Überfall. Die Salamander greifen an. Ja, sehr nice. Hooper, wo bist du? Du bist da hinten. Warum bist du da hinten? Alter. Du wolltest hier wahrscheinlich irgendwo was hinbringen. Genau da. Das brechen wir mal ab. Haben wir noch irgendwo einen Bau? Da unten. Brechen wir auch ab. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. So, wer ist ein Jumper? Du bist, glaube ich, als erstes da. Bitte einmal anmachen. Das auch einmal bitte. So, und ich weiß schon gerade wieder, warum ich eigentlich keine Leute gerne da habe, die mit Granaten um sich schmeißen, denn wir sprengen damit nur unser Eigenheim in die Luft. Aber gut, es lief ja jetzt soweit ganz gut. Dann würde ich sagen, Hooper, du könntest doch mal eben ihn hier fangen. So, Kampfmodus haben wir allen weg, ne? Ja, alles klar. Aber Pebble, du bist ein bisschen angeschlagen. Das finde ich gar nicht geil. Er hat ein Zusammenbruchsrisiko. Hooper, was ist denn mit dir los? Erste Zeichen für einen Hitzschlag. Wir haben doch nur 21 Grad. Aber du bist müde und hungrig. Ja gut, das ist Mist. So, und einmal bitte raus aus dem Kampfmodus. Dankeschön. Und bitte nicht am Rad drehen. Geh bitte einfach nur schnell ins kühle Nass.
Und nähre dich und dann geh pennen. So, wir sollten hier auf jeden Fall nochmal eine Tür endlich reinbauen, dass man mal schneller zum Essen kommt, dass man nicht immer hier diesen riesen Umweg laufen muss. Oh, permanente Schutzverletzung im linken Auge. Shitte! Leider kannst du nur noch schlecht sehen. Oh, 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 das tut mich sorry, Schätzelein. Du auch? Habt ihr beide die gleiche Verletzung? Tatsache. Krass, beiden das Auge mehr oder weniger weggeschossen. Schön! Für unsere Gäste nur das Beste, deswegen bekommst du keine richtige Medizin. Schön. Hast du davon, wenn du uns angreifst? Wollen wir den anwerben? Wäre zumindest ein begeisterter Fernkämpfer. Ja, komm, machen wir erstmal freundliche Gespräche und dann gucken wir mal, ob wir dich anwerben oder nicht. Wird sich alles mit der Zeit zeigen und wir sollten, glaube ich, dauerhaft mal unsere Geschütze laufen lassen. Strom haben wir ja aktuell Gott sei Dank genug. Was macht denn unsere Recycling-Tour? Die läuft eigentlich ganz gut soweit. So, Silber, Silber. Würde ich jetzt erst einmal da lassen. Was haben wir hier? Kraftstoff, der kann weg. Der kann auch weg. Stahl, den behalten wir erstmal, falls wir es noch brauchen. Kraftstoff, der kann weg. Plaststahl kann weg. Plaststahl kann weg. So, du reparierst gerade eine Wand. Das ist natürlich... Ja, mach mal lieber. Ratten kann wieder laufen. Warum heißt er eigentlich Ratten und nicht Ratte? Aber gut, anderes Thema. So, er kann auch wieder laufen. Sei froh, du hast es da drin einigermaßen kühl und nicht zu warm. Wer ist denn unser Aufseher aktuell? Dylan und Hiroshi. Ja gut, dann... So, der gute Gyro hat sich auch vollständig erholt. Alles klar. Muss ich nur noch Flint erholen und dann sind alle wieder soweit auf dem Damm. Finde ich super. Großhändler von die Rote Hügelknappschaft. Sehr schön, da sind sie ja. Gucken wir mal, was sie uns falsch zu bieten haben. Hoffentlich Bauteile. Ich bete da sehr drum. Aber beten ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ich hoffe es einfach sehr. So, dann... Ja, ich denke, die sind nah genug. Dann einmal bitte zum Handeln hingehen. Perfekt getimed. Oh, natürlich habt ihr keine Bauteile. Aber ihr habt Stahl, das finde ich auch nicht schlecht. Ja, das ist jetzt natürlich Käse, dass ihr keine Bauteile habt. So, wir überlassen euch mal ein bisschen Holz. Wollen wir euch noch ein paar Felle raushauen? Ja, komm. Machen wir so. Schade, ich habe sehr auf Bauteile gehofft. Aber das Leben ist ja nun mal leider kein Wunschkonzert. Moment, wir haben ja hier noch eine Leiche zu verheizen. Fällt mir gerade so ein. Bist du, du bist... Ach Gott, nee, den will ich doch gar nicht bauen. Abbrechen bitte. Du reißt die Schieferwand ab, alles klar, macht das. Finde ich gut. Was wären du denn da auch, Achso, du bist schon dabei, eine Tür zu bauen, sehr schön. Zack, wunderbar. Und du reißt einen Tiefenbohrer nach dem anderen ab, sehr gut. So kommen wir endlich wieder an unsere heißgeliebten Bauteile. Das finde ich super. Und bei dir so? Ah, du bist wieder fleißig am Landwirtschaften. Finde ich gut. So muss das sein. Aber wir sollten uns bei Gelegenheit nochmal einen Händler holen.
Sollen wir nochmal bei den Hattetus gucken? Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob die... toll, eine Batteriestörung, nice. Ich weiß gerade nicht, ob da die... der Cooldown schon abgelaufen ist, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. So, Handelskarawane. Oder sollen wir bei Exoten und hoffen, dass wir hochentwickelte Bauteile kriegen? Komm, wir holen uns mal einen Exoten ran. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was Besseres. Wäre zumindest schön. Und wenn nicht, mein Gott, dann ist das halt so. Ja, jetzt pennen alle. Kann mal eben... Kannst du mal eben bitte die Leiche verbrennen? Dann können wir nämlich danach hier auch Schicht im Schacht machen. So, geht doch. Adam, was machst du? Ach, du gehst auch gerade ins Bett. Alles klar, dann gutes Nächtle, ihr Lieben. Und unser Hundi ist schon ganz aufgekratzt und rennt wild durch die Gegend und... Achso, geht nur spazieren. Ach schade, dann hätte ich jetzt noch die Klamotten verkaufen können. Nein! Böh! Du Schwein! So ein mieser Penner. Egal, dafür wirst du sterben. Ob du willst oder nicht. So, aber wir bräuchten mal... Wer hat denn nochmal? Pebble hat, glaube ich, die Granaten, ne? Jo. Rotfuchs 60. Tja, das denke ich nicht, Tim. War wohl nichts mit Rache. So, wir hätten tatsächlich noch ein paar Waffen zum Einschmelzen. Haben wir das noch gar nicht gemacht? Nee, haben wir noch gar nicht. Cool. So, das war's mit dem Fuchsi. Damit hätten wir auch die Frage auf das alte Lied What Does a Fox Say beantwortet, nämlich gar nichts mehr. Ah, endlich wird ja auch mal wieder was ausgesät. Meine Fresse. Das wurde aber auch mal Zeit, weil irgendwie... Da kam ja so ganz lange schon gar nichts mehr gefühlt. Mach hier einmal sauber, dann fühlst du dich bestimmt auch wieder ein bisschen wohler. So, jetzt kannst du dich weiter an der Kunst ergötzen. Nicht sehenden Auges. So, Dylan, du förderst Stahl. Das finde ich sehr gut. Haben wir noch irgendwo, wo Stahl gefördert wird? Nee, ne? Ich mach mal kurz wieder unseren Bohrer an, dann sehen wir auch die Stellen ein bisschen leichter, wo noch was abzubauen ist. Oh, Hiroshi. Schön. Das freut uns auch mal sehr, wenn ihr alle fleißigst am Arbeiten seid. Sehr schön, trotz Zusammenbruchsrisiko. Scheust du keine Kosten und Mühen. Ruht sich mit anderen aus. Ja, sieht aber nicht so aus, mein Lieber. Oh. Eine Vorratskapsel mit jeder Menge Mad Eagle. Nein, mit jeder Menge Hühnerfleisch, aber ist fast genauso gut. Ziehen wir uns jedenfalls sehr gerne rein. Ich bin gerade irgendwie sehr froh, dass keiner sich genötigt fühlt, hier Holz nachzuliefern, denn so haben auch mal Pebble und wer ist noch die ganze Zeit am Kochen? Pebble und Hiroshi, genau. Da haben die auch endlich mal Gelegenheit, ein bisschen was anderes zu machen. Zum Beispiel Bergbau. Das finde ich sehr tröstlich. So, und ihr seht, es wird heller. Der Strom steigt, auch wenn wir gar keine Kapazitäten haben, aber er steigt. So, da fühlt sich auch keiner genötigt, irgendwie weiterzumachen. Alles klar. Wobei, wir haben ja jetzt auch sehr viel schon gemacht, ihr seht. Hier ist nur noch ein bisschen zerrissene Kleidung. Zum Beispiel eine Hose. Zieh die doch mal aus. Haben wir überhaupt irgendwo eine Ersatzhose? Ne, scheinbar nicht. Zieh die doch bitte einmal an. Ist mir, glaube ich, lieber, als wenn du nackt rumläufst, untenrum. Denn die ausgepflanzte Kleidung hat nur minus 3 und Nacktheit hat minus 6. Man muss jetzt kein Raketenphysiker sein, um da zu erkennen, was denn die bessere Variante von beiden ist.
So, da würde theoretisch Stahl gefördert, wenn mal jemand... Ja, Dylan macht sie an die Arbeit. Sehr schön. Wenn man vom Teufel spricht. So, da ist ein Häschen. Das darf gerne gesammelt und genascht werden. Dann hoffen wir mal, dass der Exotenhändler vielleicht direkt ein paar hochentwickelte Bauteile dabei hat. Das wäre so mega. Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Wir brauchen hier 15. 30. 50. 65, 70, 75, 80 Stück. Meine Fresse, das ist ja noch ein ganzes, eine ganze Menge, was wir da brauchen. Ich würde sagen, da lohnt sich vielleicht doch tatsächlich. Moment, was? Okay, Moment, wir müssen mal. Machen wir das mal so, wir stellen da mal einen weiteren hin. Damit wir doch endlich mal dazu kommen, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen und mal ein bisschen schneller Bauteile produzieren. Aber wir schauen gleich erstmal, was der Exotenhändler sagt. Und wenn man vom Teufel spricht, da ist er schon, der Siebener. Ja, der, die, das. Was bist du? Du bist ein Mann. Du kommst auch gut über den Winter, so wie du aussiehst. Sag mal, bitte handeln. Mit dem guten Schelten. Bitte hab was Geiles im Angebot. Ah, 6 Bauteile, dein Ernst? Ein bionisches Bein, das gönnen wir uns tatsächlich mal, um Hooper mal wieder ein bisschen auf Spur zu kriegen. So vom Lauftempo her, so, da sagen wir minus 500. Wow, sagen wir mal minus 200, Moment, minus 200. Ich sehe schon, kommen wir bekommen einen Engpass mit dem Uran. Das wird, glaube ich, so nichts. Also Tiere möchte ich jetzt auch nicht hergeben dafür. Das finde ich nicht richtig an der Stelle. Komm, die Überlebensration können wir den mal geben. Wir sagen hier mal minus 300. Ja, aber komm, minus 400, damit wir mit einem ordentlichen Gewinn wenigstens da rausgehen. So. Immerhin ein paar Bauteile. Das ist ja schon mal etwas, ne? So, wir könnten hier mal den ganzen Stahl wegtragen. Aber wir lassen uns auf jeden Fall zeitnah noch einen weiteren Großhändler kommen. In der Hoffnung, dass wir Uran kriegen. Weil, wie gesagt, die 91, das wird von der Menge der Bauteile her nicht reichen, glaube ich. 80 Stück brauchen wir. Wie viel braucht nochmal ein hochentwickeltes Bauteil? 3 Uran, ja. Das heißt, 8, 16, 24, 2, blablabla. Mein Gott, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Knoten in der Zunge. 240 Uran brauchen wir. Puh. Das wird viel. Und ich war schon gedanklich so weit, dass ich sagen würde, hey, geil, wir sind auf der Zielgeraden, wir schaffen es bald, bla bla bla. Ja, am Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. So, dann kontaktieren wir mal die Meonbium. Vielleicht können die uns hier wieder einen Händler zur Verfügung stellen. Hanneska war eine Großhändler. So, dann kriegt ihr nochmal ein kleines Geschenk. Und wir müssen dann auch mal gucken, dass wir finanziell wieder in die richtige Richtung driften. So, bionisches Bein. Hooper, du was? Ne, Hooper war, glaube ich, mit der... Genau, mit der Arterienverstopfung. Jumper hatte das Holzbein. So, das rechte Bein. Da machen wir dann nochmal eine Operation. Bionisches Bein. Machen wir mal. Also, und zwecks Hygienevorschrift darf Alexei einmal vorher sauber machen. Nein, bitte weiter sauber machen. Und bitte den Rest auch noch sauber machen. Dankeschön. So, bitte übersteh diese verdammte OP. Sehr gut. Ich
Wie sieht's aus? Bewegen, ja gut. Erstmal natürlich nicht, da du noch betäubt bist. So, gefüttert. Alles gut. 30 Grad. Oh je, ich muss ja ganz schnell die Klimaanlage hier anmachen. Hooper, wärst du einmal so lieb? Dankeschön. Und schon wird's angenehm kühl. Wunderbar. Sehr schön. Wow, du kannst sogar verbessert gehen. Boah, besser als vorher. Das ist ja mal richtig geil. Mega. Schön. Freut uns doch. Haben wir mal bei dir wieder ein bisschen Tempo reinbekommen. Was so ein einfaches Implantat alles bringt. Ja, ihr Lieben, wir machen an der Stelle mal wieder einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen Uran bekommen. Ansonsten müssen wir tatsächlich nochmal unsere Buddelaktion hier starten. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid dabei. Und wir sehen uns bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.